Also die Preise zu vergeben ist sehr wichtig, weil wir hier gerade die ersten beiden Preise sind ja Ehrenamtspreise, also für Leute, die sich engagieren im Verein. Ehrenamt geht im Sport nichts und deshalb ist es wichtig, auch einmal im Jahr innezuhalten und den Leuten zu danken, die dafür verantwortlich sind. Die Idee kommt von der Deutschen Olympischen Gesellschaft, ist 5 Jahre alt. Vor 5 Jahren haben wir begonnen. Seit 3 Jahren ist auch der Landessportbund dabei, was eine Bereicherung ist. Das war total fantastisch. Das war für uns schon so klasse, dass wir als hauptsächlich gleichgeschlechtlicher Verein nominiert werden vom Landestanzsportverband. Das war einfach ein irrsinniges Gefühl an Anerkennung. Es werden die Amateure geehrt, die sich engagieren. Natürlich welche, die herausragend sind, aber alle können sich angesprochen fühlen. Einfach mal zu zeigen, dass der Amateursport in sich eine große Familie ist. Es geht nicht nur ums Geld, es geht um Spaß haben, es geht aber auch darum, Leistung selber zu bringen, soweit der eigene Körper das hergibt. Das sind alles Dinge, die hier geehrt werden, die hier im Mittelpunkt stehen. Also, es ist so, wir haben ganz wenig Turniererfahrung. Wir haben nur 2 Turniere getanzt. Wir haben einmal die Europameisterschaften getanzt und gewonnen und einmal die Weltmeisterschaften und gewonnen. Also für 2 Turniere geht's nicht besser. Ich glaube auch, dass wir 2020 nicht diese gleiche Gala noch einmal wiederholen werden, sondern dass wir wieder etwas Neues kreieren, sodass die Leute neugierig sein sollen, zu uns zu kommen und gemeinsam mit den Amateursportlern zu feiern.